Grüß euch Leute und willkommen bei einem neuen Video von mir. Das ist jetzt hier so eine bisschen ungewohnte Position. Ihr habt mich noch nie so live gesehen im Fullscreen-Mode, nichts anderes im Hintergrund. Und was hat das für einen Grund? Ja, in den letzten Tagen und auch Wochen kam nämlich kein Video von mir. Woran liegt das? Ja, jetzt mal hier ein volles Bild. Ihr seht es schon, ich bin ein bisschen, naja, verletzt, will ich mal so sagen. Ich habe meine Schulter kaputt und zwar beim Fußballspiel bin ich da drauf geflogen auf die rechte Schulter und dann ist die Verbindung zwischen Schlüsselbein und Schultergelenk gerissen. Und da wurde mir jetzt eine Platte reinoperiert, die das Schlüsselbein unten hält, damit die Bänder wieder vernäht werden können und dann auch wieder richtig heilen. Und da muss ich jetzt das Scheißding drei Monate drin behalten. Danach Reha und jetzt auch schon Reha und so ein Scheiß, ja. Und ja, da bin ich ein bisschen eingeschränkt, da kann ich keine Videos machen, da kann ich nicht anständig FIFA zocken. Allein schon das Video zu schneiden, ich brauchte zwei Hände für, die aktiv sich auch bewegen können auf dem Schreibtisch und das ist einfach so nicht gegeben. Wenn ich da ein Video machen würde, da würde ich allein für Schneiden, was weiß ich, 5 Stunden brauchen, wenn ich immer eine Hand klick, schneiden, Musik, laut alleine, kannst du vergessen. Das wollte ich euch jetzt einfach nur mal mitteilen und ich denke mal dann jetzt, vielleicht kommt mal ab und zu so ein kleines Video, One-Take-mäßig, ohne große Bearbeitung, weil das was anderes geht einfach nicht. Ja, oder ich schau mal, wie es dann in den nächsten Wochen so weitergeht, ob ich das besser bewegen kann und so weiter. Auf jeden Fall ist es jetzt ganz schön eingeschränkt. Ich komme mit dem Arm, ich kann ihn eigentlich kaum bewegen, nur hier unten ab der Armbeuge und da, naja, das funktioniert nicht so gut. Ja, ich hoffe mal, dass es ein bisschen besser wird, dann können auch wieder mehr Videos kommen. Spätestens zu FIFA 16 will ich jetzt mal so sagen, dass ich da bisschen aktiver werden kann wieder, da habe ich richtig Bock drauf, mal wieder jetzt von ganz neu starten, FIFA, neues FIFA, da hat jeder immer wieder Motivation. Das war die kleine Info, ich bedanke mich fürs Zusehen und bis dann.